Herzlich willkommen zu den Tierlist im Patch 12.20. Der Patch ist inzwischen eine Woche alt und inzwischen sollte man relativ gut ablesen können, was stark ist und was eher zu den schwächeren Picks gehört. Somit schauen wir jetzt nochmal in die Tierlist und starten direkt mit der Toplane. Dort haben wir im S-Tier immer noch den Dr. Mundo, der sich inzwischen über den Nasus im Vergleich zu letzter Woche hinweggesetzt hat und weiterhin ohne Probleme alles dominieren kann, was Low Elo angeht. Es gibt wenige Counterpicks dagegen und wenn es Counterpicks gibt, dann sind das meistens Champions wie Wayne oder ein gewisser Jax oder vielleicht auch eine Camille, die meistens nicht richtig ausgespielt werden können und zurzeit halt einfach nicht wirklich stark sind. Als zweiten Pick haben wir dann noch den Garen, der zurzeit alles stompt und der auch weiterhin richtig gut unterwegs ist. Garen hat auch hier den Nasus überholt und ist inzwischen vor ihm. Deswegen hier zwei ganz klare Carry-Picks für diesen aktuellen Patch und das sind Dr. Mundo und Garen. Winrate-mäßig stompen sie alle, sind sehr einfach Champions und können richtig stark werden. Im A-Tier ist dann der Nasus abgefallen, er konnte sich einfach im Patch nicht so durchsetzen im Vergleich zu letzter Woche. Sein Trend geht auch leider nach unten und nicht nach oben, wie ich es letzte Woche prediktet hatte. Ich dachte, Nasus ist deutlich stärker unterwegs, kann aber anscheinend doch nicht so glänzen. Ist aber trotzdem sehr gut und sehr einfach. Vor allem, wenn ihr genügend stackt, dann könnt ihr halt ein Game wirklich gut dominieren. Danach haben wir noch Champions wie Lilia, die zurzeit auch noch sehr stark ist, obwohl man sie nur selten auf der Toplane sieht, probiert sie aber gerne mal aus. Danach haben wir noch Urgot, Shen, Warwick und Mordekaiser. Bei Mordekaiser will ich nochmal erwähnen, dass ich nicht weiß, warum dieser Champion so weit unten von der Winrate ist. Er ist an sich so stark und wir haben ihn hier nochmal höher geratet, als er eigentlich wäre. Von mir aus könnt ihr den Mordekaiser auch eigentlich wie ein S-Tier-Champion behandeln. Er ist zurzeit auf der Toplane sehr stark, kann gegen viele Champions mithalten, aber wir gehen halt nach der Winrate und deswegen kann ich einen Mordekaiser also nicht einfach jetzt S-Tier stellen und sagen, er ist wunderbar, wenn er eigentlich Winrate-mäßig nicht glänzen kann. Deswegen, es wird bestimmt noch eine stärkere Mordekaiser-Zeit geben, probiert ihn gerne aus, aktuell ist er aber sonst solide. Ein kleinen Sneaky-Pick, den wir noch haben, ist der Full Lethality Yorick auf der Toplane, der extrem gefährlich werden kann, vor allem wenn ihr gegen nicht Full-Tank spielt, sondern einfach gegen so Off-Tank oder teilweise Bruiser oder vielleicht auch gegen wirklich Squishy-Champions wie ein Teemo oder so. Probiert diesen Pick aus, Full Lethality Yorick beim Slip-Pushen auf der Toplane eine Katastrophe für den Gegner. Im Jungle hat sich an sich auch nicht so viel verändert. Amumu ist weiterhin immer noch Platz 1 und ist super stark, probiert diesen also aus oder spielt ihn einfach, wenn ihr ihn schon könnt, wenn ihr climben wollt. Vor allem jetzt in den letzten Wochen ist Amumu wahrscheinlich einer der Top-Picks, die man wählen kann, um noch im Rank climben zu gehen. Dann haben wir den Rammus, der sich inzwischen ganz schön nach oben gearbeitet hat. Letzte Woche war er noch extrem beschissen im B-Tier, also so muss man es halt echt leider sagen. Er hat einen kleinen, eigentlich nur eine kleine Anpassung bekommen, aber inzwischen rollt er halt auf der Low-Elo-Basis komplett über die Gegner drüber, von links nach rechts und carried und hat da einen Riesensprung geschafft. Deswegen, ich weiß nicht, was dieser Winrate-Peak genau für einen Grund hat. Aber wenn er da ist, dann würde ich ihn ausprobieren, vor allem in dem Patch. Es kann sein, dass er in den nächsten Patches schon wieder abfällt. Dann haben wir Shyvana und Wulibär noch im S-Tier, die beide auch aufgestiegen sind, relativ stark unterwegs sind. Shyvana war ja letzte Woche schon im S-Tier und Wulibär ist einfach vom Platz 1 im A-Tier noch aufgerückt. Wer abgestiegen ist und von der Winrate her wirklich fast 2% verloren hat, ist Maokai. Man sieht ihn absolut 24/7 in den Worlds, vielleicht haben ihn dann noch mehr angerührt, auch die, die ihn nicht können und deswegen ist er gedroppt, aber auf jeden Fall ist er zumindest von der Winrate mal erst nach unten geschossen, hat eine kleine Anpassung bekommen, aber soweit eigentlich immer noch ein solider Champion. Solltet ihr aber an sich im Jungle kein Interesse an Tanks haben, wie ich, weil ich bin ein ADC Main und wenn ich in den Jungle gehe, dann will ich einen Champion picken, mit dem ich alles zerlegen kann, dann kommen jetzt ein paar wunderbare Picks für euch. Nämlich einmal Belwoth, die man auf Crit spielen kann, ein Udyr, den man auf Full Lethality spielen kann, einen Nocturne, den man in so einem Mix spielen kann, teilweise auch als Off-Tank oder als schönen Bruiser, der wirklich viel Schaden mit seinem Attack-Speed macht. Und dann haben wir noch den Fiddlesticks, der Full AP One-Shotten kann und auch sehr krass im Jungle carryen kann. Und zum Schluss die Diana, wo man glaube ich auch nicht erwähnen muss, dass sie mit der Ulti sehr stark ist und eine gefeedete Diana kann wirklich Games ohne Probleme solo entscheiden. Deswegen hier ein paar wunderbare Carry-Picks im oberen A-Tier. Im unteren A-Tier haben wir dann wieder schwächere Counter-Picks, da will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Und ganz unten im B-Tier haben wir eine Master Yi, der da ein bisschen eingebrochen und abgefallen ist. Etwas schade, aber sonst hat sich nicht viel verändert. Pickt auf jeden Fall das A-Tier, wenn ihr carryen wollt und pickt das S-Tier, wenn ihr gewinnen wollt. Das war soweit aus dem Jungle. In der Midlane haben wir zur letzten Woche wirklich keine großen Unterschiede. Ich kann mich hier super kurz halten, denn der einzig neue Champion, der jetzt hier reingeplatzt ist, ist Pantheon.
Er war letzte Woche sehr weit unten, hat eigentlich hier nichts zu melden gehabt, hat jetzt eine höhere Pickrate und ist einfach mit der Winrate bombastisch. Er kann super viele Champions countern und macht massiv viel Schaden. Wir werden ihn auch noch diese Woche in den OP-Picks behandeln, schaltet da gerne ein, dann wisst ihr genau, was ihr picken müsst und was an ihm so stark ist, aber sonst haben wir hier eigentlich nicht viel zu sagen. Pantheon Platz 1, die restlichen Plätze sind fast alle gleich geblieben, das einzige ist, dass Vex vielleicht ein bisschen abgefallen ist im A-Tier, der Victor auch ein bisschen zurückgefallen ist und die Lux jetzt vom oberen A-Tier ins untere A-Tier gegangen ist. Mehr haben wir aber an sich nicht, von der Winrate her ist das A-Tier super kompakt zusammen, alle im 51% Bereich von der Winrate her und an sich eine solide Carry-Performance, kann hier jeder Champion hinlegen. Das war's dann hier auch schon von der Midlane. Diese Woche hat sich an sich auf der Botlane auch nichts verändert. Im Vergleich zum Anfang des Patches ist soweit alles gleich geblieben, außer dass wir jetzt die meisten Champions ins A-Tier kategorisiert haben, anstatt ins B-Tier. Denn die meisten AD-Carries können doch sehr gut mithalten. Da haben wir vielleicht auch letzte Woche das Ganze zu hart gedowngradet. Deswegen haben wir hier ganz klar mehr Champions im A- als im B-Tier. Wobei das S-Tier immer noch komplett gleich ist und auch das A-Tier in der Reihenfolge sehr, sehr ähnlich ist. Nur Kaiser konnte sich mit Sivir einmal in einem Swap nach vorne setzen. Sonst haben wir im B-Tier immer noch einen Champion, der katastrophal ist und das ist Sari. Diesen Champion habe ich aber diesmal rausgelassen, denn sie hat die mit Abstand schlechteste Winrate mit 41%, was nur im Vergleich 13% zu Nila sind. Und das ist so eine große Diff, dass man Sari zurzeit nicht spielen sollte. Etwas anders ist es jetzt hier auf der Support-Position und dort haben wir schon ein, zwei größere Änderungen. Nämlich einmal hat sich Taric mit Abstand hier ans S-Tier gesetzt. Letzte Woche hatte er noch eine Pickrate von 0,3% oder sowas und diese Woche ist er inzwischen bei 4,3%, was deutlich mehr ist und somit müssen wir ihn jetzt inzwischen reinnehmen. Das ist sogar ein bisschen mehr als Amumu aktuell auf der Support-Position gepickt wird und dieser Champion ist auch sehr, sehr stark. Beide Champions sind an sich sehr einfach und sehr stark, deswegen ganz klare Empfehlung, wollt ihr zurzeit gewinnen, noch paar LP machen und keine große Mühen aufwenden, irgendwelche krassen Supporter zu spielen, wo mechanically alles sitzen muss, dann spielt diese beiden Champions. Wenn ihr dann wirklich mehr Schaden machen wollt und selber schon mehr Impact haben wollt im Game, vor allem was schadenstechnisch das Ganze angeht, dann pickt doch Syra, damit habt ihr massiven AP-Schaden. Zum Schluss haben wir noch Sona, sie ist so ein Mix zwischen Damage-Dealer, Healer, Peeler, also ein schöner Support eigentlich, der immer noch sehr stark ist, aber vom S-Tier verdrängt wurde. Ein Champion, der komplett rausgedroppt ist in diesem Patch, oder was heißt komplett rausgedroppt, aber zumindest aus dieser Clan-Dominanz vom S-Tier, wo alle dachten, er wird von links nach rechts alles wegstompen, ist Blitzcrank. Blitzcrank hat es nicht geschafft, sich hier im S-Tier zu halten. Er ist extrem abgefallen und das nur in einer Woche. Dieser Patch oder diese Patch-Änderung hat anscheinend doch nicht so viel bewirkt, wie sie am Anfang diesen Anschein hatte und deswegen ist hier Blitzcrank nur im A-Tier. Auch Jenna ist abgestiegen aus dem S-Tier, das liegt aber nur daran, dass ihre Winrate etwas gedroppt ist und die anderen Champions im S-Tier weiterhin zu dominant sind. Sonst war es aber soweit zu der Support-Position und zu unseren allgemeinen Tierlists. Und damit sind wir auch schon am Ende der Tierlist. Wenn euch die Tierlist gefallen hat und ihr zumindest ein bisschen was mitnehmen konntet, was zurzeit in der Meta gut unterwegs ist, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir würden uns sehr freuen und dann wissen wir, dass wir solche Formate weiter produzieren können. Das war's soweit von mir. Viel Spaß im Ranked und ich sag nur Hashtag Stay Untiltable.